als Creality mich gefragt hat, ob ich mir gerne deren aktuelles Flaggschiff im Bereich Resin 3D-Druck, den Haloid Mage S mit 14K, gerne testen möchte und anschauen möchte, habe ich natürlich nicht lange gezögert und gesagt, ja, gerne schick mir das Teil rüber, ich gucke es mir an und mache gerne ein Video drüber. Gesagt, getan, Creality hat mir das Teil rübergeschickt und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen verliebt in den kleinen Knirps. Klein ist relativ, ja. Aber wir schauen uns in diesem Video einfach mal an, was das Teil gut kann, was es nicht so gut kann, wo ich noch Optimierungsbedarf sehe. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makeorama.de. Wie immer zuvor, kleiner Hinweis, kleiner Disclaimer, das Gerät ist von Creality kostenlos an mich gesendet worden. Die haben keinen Einfluss auf das Video, die bezahlen mir kein Geld dafür und die sehen auch das Video nicht eher, bevor ihr das nicht seht. Und daher ist das Thema jetzt auch bald soweit erledigt. Aber beginnen wir erstmal mit den Basics beim Haloid Mage S. Und da fange ich jetzt erstmal hier vorne ganz prägnant mit den 14K an, die hier vorne drauf stehen und die eigentlich nichts aussagen. Warum nicht? Weil man mit den 14K nur dann was anfangen kann, wenn man auch weiß, wie groß ist das Display, welche Auflösung hat das Display und in welchem Verhältnis stehen die 14K überhaupt. Und dafür ist eigentlich ein Wert ausschlaggebend, der sich XY Resolution nennt. Das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Und das ist im Prinzip genau der Wert, den wir brauchen, nämlich die Relation zur Auflösung entsprechend und zur Größe des Displays. Der Haloid hat jetzt ein 10,1 Zoll Display mit einer sehr hohen Auflösung. Deswegen haben wir da jetzt eine Auflösung von 16,8 x 24,8 Mikrometern im Vergleich zum Elegoo Saturn 4 Ultra, der auch bald kommt und über den wir auch ein Review machen werden und auch natürlich noch im Vergleich zu dem hier. Also wer das nicht verpassen will, Kanal abonnieren. Der kommt mit 19 x 24 Mikrometer her. Das heißt, der ist so ein klitzekleinen Ticken besser, macht also einen kleinen besseren Job. Aber ich bin einfach der Meinung, naja, dass wir auch bei den Auflösungen momentan nicht mehr wirklich einen großartigen Unterschied sehen. Ich habe schon nicht mehr wirklich viel Unterschied gesehen zwischen Saturn 2 und Elegoo Mars 3 Pro. Ja, mit meinen alten Augen, ich bin jetzt 41, kann ich ohne Brille die Unterschiede einfach nicht mehr mit bloßem Auge erkennen. Von daher ist das immer noch mal so eine Sache. In Sachen Lautstärke kann ich sagen, okay, ich habe es jetzt nicht so oft mitbekommen, weil da drüben im anderen Raum steht, entsprechend mit den ganzen anderen FDM-Druckern, die sowieso immer viel Krach machen. Aber ich kann sagen, dass er mit 49 Dezibel nicht unbedingt jetzt leise ist. Der ist dann schon fast so laut wie ein Bruiser MK3 oder MK4. Das ist natürlich auch schon einiges wert. Aber insgesamt muss ich sagen, ist er mir jetzt nicht bösartig jetzt aufgefallen, dass er extrem viel Krach machen würde. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich heute gerne bei unserem Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen, inzwischen könnt ihr dort aber auch weitere Services wie CNC-Fräsen, Blechbearbeitung oder aber auch 3D-Druck in Anspruch nehmen. In Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Woron Zero aus Nylon herstellen lassen. Die Teile sind zum einen eingefärbt, das heißt also der Toolhead ist bei mir zweifarbig und zum anderen haben diese Teile natürlich perfekt gepasst. Wer also für eines seiner Projekte unbedingt so einen Service braucht, den kann ich PCBWay einfach nur ans Herz legen und damit machen wir weiter im Video. Kommen wir mal zur Druckgeschwindigkeit. Ist noch so eine, naja, Kernzahl, die immer gerne auf der Webseite von den Herstellern groß angegeben wird, ja, und dann im Kleingedruckten steht halt gerne, okay, das nur unter den Umständen. Genauso ist es hier auch, das ist auch bei Elegoo und bei Anycubic so und Creality sagt selbst unter bestimmten Umständen, wahrscheinlich im Labor bei denen oder so in Richtung, mit bestimmten Resinen, die eine gewisse Viskosität erreichen, also sehr flüssig sind und dann schnell unter die Druckplatte kommen und man die dann entsprechend schnell ausbeleuchten kann und, kann man bestimmte Druckgeschwindigkeiten erreichen, ja. Ob die Drucke dann auch noch was aussehen, weiß man nicht ganz genau, weil man das jetzt noch nicht direkt sieht. Realistischer sagt Creality ist dann schon 130 mm pro Stunde. Ich sag mal so, 100 mm pro Stunde ist das schon ganz realistisch, ja. Das ist immer noch gut. Aber ich habe auch in meinen Tests rausgefunden, dass zum Beispiel ein ABS-Like-Resin, also jetzt nicht das Standard-Resin, was beim Drucker mit dabei war, sondern auch ein ABS-Like-Resin oder sowas in Richtung, dann nochmal deutlich länger braucht. Im Grunde genommen könnt ihr davon ausgehen, mit einem Standard-Resin, was beim Drucker mit dabei war, habe ich ungefähr 2,3 bis 2,5 Sekunden pro Layer gebraucht. Das ist schon ganz ordentlich, kann man nicht meckern, ja. Das ist also schon recht schnell. Aber es ist auch jetzt nicht wirklich überragend schnell, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich ein Rennvieh. Muss es auch nicht. Es ist das Gleiche wie beim FDM-Druck, wenn ihr es überhastet und wenn ihr zu schnell seid, dann kann es natürlich auch sein, dass euch die Drucke
entweder vom Supporterpreis, das habe ich auch schon oft genug gehabt, gerade wenn ich selbst eigene Sachen supportet habe und dann versuche, noch das letzte Millisekündchen aus der Belichtungszeit rauszuholen, dass es dann halt nicht mehr ausreicht, um ein Objekt ordentlich zu supporten. Deswegen gehe ich da lieber immer ein bisschen weiter hoch von der Zahl her. Und ihr könnt das Ganze relativ gut einstellen. Ihr seht, ich habe hier auch schon einige Tests gemacht. Das hier ist der Cones of Calibration Test Version 3. Da hat die Failure-Seite wunderbar funktioniert, aber hier die Success-Seite mit 2,2 Sekunden schon nicht mehr so ganz funktioniert. Bei dem Standard-Resin von Elegoo. Und dann habe ich, jetzt muss ich gucken, welches es ist. Das hier sind 2,4 Sekunden. Da sieht man, es ist vielleicht noch ein Ticken zu langsam, aber das hat wunderbar funktioniert. Ja? Von daher, das müsst ihr natürlich einstellen, das Resin. Bei dem, ich sag mal, 2 Jahre alten, mit anderen Resinen gemixten Resin, was ich halt probiert habe, da war es dann noch mal ein Ticken länger. Da gehe ich gleich noch mal drauf ein. Wenn der Drucker bei euch zu Hause ankommt, dann habt ihr natürlich auch ein bisschen was an Zubehör dabei. Und ihr fangt dann erstmal an, den Drucker aufzubauen. Dabei ist der Drucker erstmal richtig gut eingepackt und kommt mit solchen Sachen wie zum Beispiel mal diesen über einen Bajonettverschluss anschließbaren Schlauch hier hinten mit dabei, damit ihr die Luft quasi durch den Filter abführen könnt. Also nochmal zusätzlich zu dem Aktivkohlefilter, der hier schon drin verbaut ist, finde ich mega genial. Gerade wenn ihr sagt, okay, ihr habt ein Fenster in der Nähe, könnt ihr die Luft da rausleiten, dass die nicht bei euch in der Wohnung sind, die schädlichen Gase. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, schließt lieber noch einen Filter an und jagt das nochmal durch den Filter durch, dass die Luft, die hinten rauskommt und nach draußen geht, auch wirklich schön sauber ist und ihr die Umwelt nicht mit verpestet. Dann kommt nochmal eine zweite Fabfolie mit dazu. Der Drucker hat schon auf dem Display einen Screen Protector drauf. Das heißt also, ihr braucht euch da keine Gedanken machen, wenn euch mal irgendwann irgendwas an spitzen Gegenständen leicht auf die Druckplatte fällt, dass dann gleich das Display kaputt ist. Das ist hier nicht der Fall, sondern der hat, wie mittlerweile das Standard eigentlich ist in dem Bereich, auch einen Screen Protector drauf. Das finde ich sehr gut. Und er hat diese neue Generation an FEP-Filmen, also diese milchigen FEP-Films, die auch bei den Elegoo-Druckern, bei den neuen mit dabei sind und bei den Anycubic, glaube ich, auch, die sich bei Creality Picture FEP-Film nennen. Ja? Jeder Hersteller hat da so ein bisschen anderen Namen. Das ist ein dreilagiges Schichtsystem, was nochmal ein bisschen die Robustheit erhöhen soll. Und ich kann echt sagen, ja, ich habe schon den einen oder anderen Fehldruck gehabt, weil mir halt Objekte vom Support abgerissen sind, weil ich den Support nicht richtig gesetzt habe. Und da hat das wunderbar funktioniert, während ich bei dem Saturn 2 zum Beispiel mal damals, als ich das gleiche versucht habe, was ich bei dem hier gemacht habe, direkt ein Loch in der FEP-Folie hatte. Das heißt also, die ist schon mal ein Ticken robuster und spart einem da an der Stelle schon mal den ein oder anderen Euro vielleicht, wenn man sorgsam damit umgeht. Leveln lässt sich das Ganze mit dem Leveling-Papier natürlich auf der einen Seite, was bei dem FEP-Film, bei dem Ersatz-FEP-Film, der dabei ist, entsprechend, dass man damit die Druckplatte levelt. Ich habe jetzt dafür ein ganz normales Druckerpapier hier, DIN A4 Weiß, entsprechend genommen und habe damit die Druckplatte gelevelt. Das hat bei mir wunderbar funktioniert und seitdem ist die Druckplatte auch gelevelt und es hält. Und die Druckobjekte halten wirklich gut auf der Platte und wenn ich sie abmachen muss, dann kriege ich sie auch relativ leicht ab. Egal, ob mit der Plastikspachtel, die mit dabei gelegen hat, oder mit der schönen Metallspachtel, die Creality mit dazu legt, spielt keine Rolle. Ich kriege die Objekte immer wunderbar leicht ab. Trotz, dass auf der Druckplatte nochmal ein Muster per Laser eingraviert worden ist, damit die Haftung erhöht wird, wie bei den anderen Herstellern auch. Aber ich muss sagen, ich habe hier die Objekte noch relativ leicht runterbekommen, auch wenn die nicht so einen angeschrägten Raft haben. Und muss ganz ehrlich sagen, ich war positiv überrascht, dass sie einen ordentlichen Halt haben, aber auch leicht abgehen. Dann kommen wir mal zum Kernfeature. Aber wenn ihr was gedruckt habt oder wenn ihr dran arbeiten müsst, war es bisher immer ein Krampf bei den Druckern. Naja, ich sag mir mal so, mit den dreckigen Handschuhen die Haube abzunehmen. Ja? Gerade, ich habe es ja auch schon im Anycubic Washing Cure 3 Plus Video erwähnt, wo ich gesagt habe, ey, mit den dreckigen Handschuhen dann hier so irgendwie mit dem Handball und dann den schweren Deckel darüber heben, ja? Den relativ schweren Deckel in dem Moment dann. Das ist natürlich nervig. Und hier mache ich einfach und fertig. Das Ding bleibt auf, egal in welchem Winkel ich das Teil habe. Ja, ich kann das drehen und wenden, wie ich will. Das Scharnier hält und macht seinen Job, finde ich echt mega. Das ist auch was, was beim Saturn 4 Ultra entsprechend noch mit dabei ist. Das würde ich gerne auch bei anderen Druckern sehen. Auch bei Anycubic, auch bei der Washing Cure. Ich würde es auch gerne bei den Elegoo Mars Druckern sehen, dass man einfach sowas einbaut, dass man im Prinzip den kompletten Workflow, den man hat, so relativ dreckfrei entsprechend erledigen kann. Denn wenn das da so oben bleibt, dann kann man damit wunderbar arbeiten. Dann ist das wirklich eine wunderbare Geschichte, daran zu arbeiten. Man kann auch hier oben, wie ihr sehen könnt, entsprechend mit einer Schraube die komplette Druckplatte entfernen.
Problem ist hier nur, hier oben ist, glaube ich, so ein M6 oder sowas in Richtung Gewinde drin. Ich habe jetzt noch keine passende Schraube hier, um das mal auszutesten, damit ich das mal entsprechend mal was reinschrauben kann. Denn ich wollte mir hier oben einen Griff drucken, damit ich die Druckplatte an dem Griff halten kann. Denn dieses Teil hier mit den Rillen hier oben dran ist, wenn man das gerade wieder draufstecken möchte zum Festmachen, eine wackelige Angelegenheit. Da würde ich euch empfehlen, druckt euch auf jeden Fall was und guckt, dass ihr da auf jeden Fall was festschraubt. Hier oben ist nochmal so eine Bohrung dran, wo man das wunderbar machen kann. Und das muss ich sagen, das würde ich mir auf jeden Fall noch wünschen, dass man das einfach mitliefert. Ist so ein kleiner Griff oben dran, wie bei den aktuellen E-Logo-Druckern. Einfach für das Handling finde ich besser. Wenn wir schon gerade hier im Innenraum sind, dann fangen wir einfach mal hier unten beim Watt an. Ja? Das Watt ist richtig groß und hält bis zu einem Liter. Ihr habt hier zwei wunderbare Füllstriche, einmal 500 Milliliter und einmal 1000 Milliliter. Das reicht, finde ich, auch vollkommen aus, wenn man jetzt so eine Flasche reinkippt, weil man dann ungefähr so eine Angabe hat, okay, ich bin jetzt bei 500, 750 oder einem Liter. Das ist ganz cool und hilft auch wirklich. Ihr habt hier hinten links und rechts an der Ecke jeweils so einen Ausguss, sage ich mal, der euch hilft, entsprechend das Resin dann nochmal zurück in den Filter zu gießen. Das ist auch wunderbar. Denn das kann natürlich bei dem einen oder anderen Drucker dann schon mal entsprechend so ein bisschen, naja, zu Problemen führen. Habe ich auch schon gehabt, habe ich jetzt da jetzt kein Problem mit. Dann gehen wir mal hier hinten an die Rückseite. Da seht ihr, da sind zwei Linearschienen da hochfahren. Und muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man nicht so deppert ist wie ich bei dem einen Druck hier und vergisst, hier oben die Schraube zuzudrehen, diesen Quick-Release-Mechanismus, dann funktioniert das auch wunderbar. Ich meine, ihr seht, ihr habt so einen leichten Shift drauf, so einen leichten Layer-Shift im Objekt, den man jetzt nicht wirklich so auf den ersten Blick wahrnimmt. Es ist also eine stabile Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch, dass das Druckpad, wie das oben gemountet ist, es ist wirklich stabil. Und ich habe den im Livestream gelevelt und alles, was hier ist und noch mehr, habe ich damit gedruckt und habe nicht einmal müssen nachleveln. Im Vergleich zu Elegoo, die dann diesen, naja, ich sag mal, Kugelkopfverschluss haben, wo man vorne und an der Seite nochmal so eine Schraube festzieht, wenn man levelt entsprechend, ist das schon eine Nummer stabiler und gefällt mir richtig gut. Ich kommen da langsam so ein bisschen Gefallen dran. Das Einzige, was ich da nochmal mir wünschen würde, wäre einfach, dass hier oben die vier Schrauben, die die Halterung am Druckbett befestigen, dass man die irgendwie mit dem Druckbett aus einem Guss macht, einfach damit die Schrauben, die hier oben drin verbaut sind, naja, nicht dass sich nicht das Resin drin sammelt, weil wenn man das Ganze dann nicht im Isopropanolbad sammelt, sondern halt gleich so jetzt danach, ich habe jetzt das dunkelgraue Resin hier gedruckt und danach gleich in weißes reinpackt, dann verfärbt man sich natürlich gleich die Farbe von dem Resin. Das ist natürlich nicht schlimm, für mich jetzt auch nicht, weil ich meistens eine Farbe drucke, meistens irgendeinen Grauton und da fällt es nicht so auf. Aber wenn man sagt, man legt Wert drauf, das ist auch wie beim Frozen, dass dann da vielleicht so ein bisschen die Farbe kontaminiert wird und der Farbton dann leicht ein bisschen abweicht, dann ist das schon so ein bisschen, naja, ein bisschen schade. Der Aktivkohlefilter, der hier hinten drin verbaut ist, kann ich nichts drüber meckern. Ihr wisst, ich rieche nichts. Das heißt also, ich kann euch jetzt nicht sagen, ob die Duftstoffe, die hier aus dem Rohr dann hinten rauskommen, ja, also es geht dann direkt hier rein und hinten raus. Ich kann euch nicht sagen, wenn ich jetzt da dran atmen würde oder da dran schnüffeln würde, ob ich dann irgendwelche Duftstoffe merken würde oder nicht. Ja, das müsst ihr dann selber rausfinden. Ihr könnt es ja mal unten in die Kommentare schreiben, falls ihr den Drucker habt. Ich jedenfalls merke es nicht. Meine bessere Hälfte merkt es nur entsprechend, wenn ich den Isopropanol-Tank von der Wash & Cure Station aufmache, dass dann Gestank nach oben kommt, aber nicht von dem Teil hier. Bis jetzt kam noch keine Beschwerde, von daher gehe ich davon aus, dass der Drucker an sich vom Geruch her erstmal soweit okay ist. Kommen wir mal zur Bedienung und da bin ich echt positiv überrascht, muss ich sagen, ganz einfach, weil sich der Drucker auch über Ethernet oder über Wi-Fi bedienen lässt. Natürlich kann man hier vorne erstmal an beide Anschlüsse einen USB-Stick anschließen und darüber könnt ihr dann die Dateien quasi auf den Drucker aufspielen. Das heißt, ihr steckt den rein, sagt, ja, ich möchte gerne die Datei vom USB-Stick drucken und der Drucker zieht sich dann, so wie bei den FDM-Druckern momentan, beim K1C, X1C und kennt ihr ja alle mittlerweile, ist es dann so üblich, dass der Drucker sich das auf den internen Speicher zieht und dann entsprechend von dort aus dann druckt. Das ist von Vorteil, weil wenn dann irgendwann mal der USB-Stick während dem Druck einen Abgang macht und sagt, ich bin jetzt mal im Urlaub, tschüss, ja, dann bricht nicht automatisch der Druck ab. Ist aber auch noch mal ein bisschen nervig, weil man zusätzlich zum Slicen und zum Speichern von den Daten auf den USB-Stick noch mal warten muss, bis die Daten hier auf der Platte sind. Das ist jetzt nicht so der große Showstopper. Der große Showstopper ist eher so ein bisschen der Slicer. Leider gibt es momentan noch kein Profil für Lightgene.
Es gibt ein Profil für Cheeto Box. Und da muss ich aber auch sagen, da gibt es dann kein Profil für den Dynax Plus Modus. Den Dynax Plus Modus im Slicer selbst kriegt ihr nur in der Haylord Box. Das ist so ein kleiner Downer, muss ich sagen. Ich weiß aber auch, dass das Lychee Team, also von Mango 3D, bereits daran arbeitet, den Support für diesen Drucker auch schon einzuarbeiten. Vielleicht ist es, wenn ihr das Video seht, schon passiert, ja? Und der Drucker wird schon unterstützt. Ich kann nur so viel sagen, aus Cheeto Box heraus habe ich keine Netzwerkverbindung über Ethernet oder über Wi-Fi zu diesem Drucker bekommen. Das heißt also, ich konnte den Drucker nicht per Remote steuern, das fand ich ein bisschen schade. Ich konnte ihn allerdings wirklich sehr gut über die Haylord Box starten. Das heißt also, über die Haylord Box geht man hin, slice die Dateien. Der Slicer ist okay, ich habe jetzt halt entsprechend, um meine Objekte mit Support zu unterstützen, gerade hier dieses Objekt, was ich gerade am Bauen bin, von Wolverine vs. Deadpool, passend zum Kinofilm, habe ich jetzt die Dateien im, weil die unsupported kommen, habe ich die Dateien im Lychee Slicer im Prinzip vorsupported, habe die dann als STL exportiert und die STL dann in der Haylord-Box entsprechend dann nochmal gesliced und dann auf den Drucker geschickt. Und das hat wunderbar funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Also diesen Workflow, weil der Lychee Slicer auch ein paar Features bietet zum Supporten entsprechend, gerade zum Auslesen vom Support und sowas in Richtung, die ich bei Cheeto Box oder bei Haylord Box vermisse. Und wenn man die Dateien dann entsprechend supported hat, lassen die sich auch wunderbar als STL exportieren und dann natürlich im Cheeto Box oder aber auch in der Haylord Box entsprechend importieren und dann ganz normal slicen und drucken. Wenn ihr eine Datei gesliced habt und die Datei auf den USB-Stick speichern wollt oder an den Drucker senden wollt, dauert es nochmal eine Weile unten entsprechend, bis der Drucker dann soweit die Daten hat, beziehungsweise bis die Daten auf dem USB-Stick sind. Bei mir war das Problem, weil ich hier auf dem Mac die Version genutzt habe, dass mir jedes Mal, wenn der Computer entsprechend in den Ruhezustand gegangen ist, auch automatisch der Slicer abgeschossen worden ist. Das heißt also, Ruhezustand ist aktiviert worden, Slicer hat sich verabschiedet und hat gesagt, ich bin jetzt im Urlaub und meine ganze geslicete Datei war natürlich dann entsprechend für die Füße. Das war am Anfang ein bisschen nervig, weil ich dann gesagt habe, okay, der braucht noch mal ein bisschen, ich gehe mir gerade hoch was zu trinken holen, kam zurück und die Software war entsprechend abgeschossen. Mit der Zeit habe ich dann gewusst, okay, ich muss den Bildschirmschoner deaktivieren, beziehungsweise den Energiesparmodus deaktivieren, wenn ich den Slicer laufen lasse, damit er einfach entsprechend, wie es das nicht abstürzt. Ich habe das Problem schon an Creality gemeldet, die waren sehr dankbar dafür und haben gesagt, sie werden es versuchen, so schnell wie möglich in einem Software-Update zu fixen. Und so wie ich Creality kenne, sind sie immer offen für Feedback aus der Community und dass sie auch entsprechend Sachen einpflegen. Zum Beispiel jetzt beim K2 Plus, was ich schon weiß, der hat auch einen Netzwerkanschluss und der hat auch einen Filamentsensor im Druckkopf. Das heißt also, da ist man auch schon mal auf die Community eingegangen. Das sind so Kleinigkeiten, die dann mit der Zeit einem das Leben leichter machen. Und genau deswegen finde ich, ist das auch ein guter Drucker. Ja, ich habe das wirklich genossen, auch wenn so ein paar kleine Stolpersteine sind. Ich weiß, das hört sich immer so hart an, wenn ich jetzt hier so mit Kritik oder sowas komme. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde das Teil richtig vermissen, wenn ich den jetzt Hera zuschicke. Und ich weiß nicht so richtig, ob ich mit dem Saturn 4 Ultra dann klarkomme. Das bin ich mal gespannt drauf, wie der denn wird. Der hat ein Feature mehr, was der Haylord Mage S nicht hat. Aber Creality hat auch gesagt gehabt, da werden sie auch die Firmware nachpatchen, weil es nur ein Firmware-Update ist in dem Sinne. Und zwar einen Test zum Drucken von Belichtungszeiten. Das heißt, also ihr seht, ich habe jetzt hier die einzelnen Cons of Calibrations, by the way, den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung, ja, dass ihr das im Discord bei denen oder auf der Webseite bei denen auch runterladen könnt. Ist ein genialer Test, ja, kann ich nur jedem empfehlen, wenn er seinen Drucker einstellen möchte, den Test drucken. Ist einfach und funktioniert wirklich super. Und ich habe jeden von diesen Cons of Calibrations ein bisschen separat drucken. Während es bei Anycubic und bei Elebu mittlerweile so ist, dass die sagen, okay, wir teilen das Display intern separat nochmal über die Firmware in verschiedene Quadranten ein. Beim Saturn 4 Ultra sind es 4, beim Anycubic sind es glaube ich 6. Und dann kann man sagen, okay, das eine Objekt, was ich drucken möchte, im Slicer slicet man nur ein Objekt. Und das Objekt, was ich drucken möchte, wird dann auf die einzelnen Quadranten projiziert und dann wird dann entsprechend die Belichtungszeit angepasst. Das hat der hier leider noch nicht. Da müsst ihr halt entsprechend, wenn ihr euer Resin einstellen wollt, hier einmal einen Druck nach dem anderen machen. Aber ich sag mir mal so, wenn ihr euer Resin einmal eingestellt habt und sagt, okay, das ist das Resin, was ich kiloweise verdrucke und nichts anderes, dann ist das auch ein Feature, was man vernachlässigen kann. Für Leute, die wie ich jetzt entsprechend verschiedene Resins durchtesten möchten, ist das natürlich auch dann nochmal eine schöne Geschichte.
aber jetzt nicht unbedingt ein Showstopper. Kommen wir jetzt mal zum Thema andere Resine, die ich getestet habe. Und zum einen habe ich natürlich, wie ihr sehen könnt, ich muss jetzt aufpassen, hier den Berserker am Anfang. Das war der erste Druck, den habe ich im Standard-Resin gedruckt. Und der kam wirklich umwerfend raus, muss ich einfach sagen. Ja? Der ist mit diesen ganzen filigranen Details. Ich habe hier jetzt leider schon das Messer abgebrochen beim Transport in der Box. Ja? Ich habe die Box jetzt hier hinten stehen gehabt und habe die jetzt hierher gesteppt und bei dem ist mir dann entsprechend die Klinge abgebrochen. Das ist schade, aber ich werde es nochmal festkleben können. Sei es drum. Es ist wirklich wunderschön rausgekommen, dieser Druck. Klar, der war da noch nicht richtig eingestellt. Ich habe dann nochmal die Calibration-Dinger durchdrucken lassen und habe dann nochmal mit dem eingestellten Resin nochmal verschiedene Sachen gedruckt, wie diese kleinen Miniaturen hier, ja, die ich jetzt für das erste Tabletop-Match, was ich jetzt gerne mal anvisieren möchte demnächst entsprechend, wie heißt es, gedruckt habe. Das heißt, ich werde den Rest von dem Set von Loot Studios auch nochmal drucken. Und dann gibt es nochmal so einen schönen Container, den ich mir nochmal drucken werde, um die ganzen Figuren sicher aufzubewahren, damit die nicht nochmal kaputt gehen wie die hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem eingestellten Resin kommen die Details so richtig schön crisp raus und das sieht wirklich muy bueno aus. Ist wirklich nice, kann man nicht anders sagen. Und dann habt ihr mir in den Kommentaren zum Livestream, glaube ich, war das, gesagt, hey, ich soll doch mal ein Resin testen, was jetzt mal nicht direkt out of the box mit da geliefert worden ist und mal vielleicht 2 Jahre am Buckel hat. Und ich habe mehrere Resine benutzt zum Drucken. Zum einen habe ich hier nochmal ein altes Eleguru ABS-like Resin. Das sieht fast von der Farbe her so aus wie das. Es ist nicht ganz so blau. Ja, es ist nochmal so ein bisschen gemixt mit einem bisschen ABS-like Resin von Vulkan, von Atlas 3D. Da habe ich den Support selbst gesetzt und das einzige Problem, was ich hatte, ich musste die Druckzeit ein bisschen erhöhen auf, ich glaube, 2,7 oder 2,8 Sekunden und mir ist der selbstgesetzte Support an manchen Objekten abgerissen, weshalb die dann im Watt gelandet sind und weshalb die Figur noch nicht ganz fertig ist. Dann hatte ich aber soweit mal gesagt, okay, ich möchte mal noch ein bisschen was Schlimmeres drucken und dann habe ich mal in meine Groschelkiste gekramt und habe nochmal, ich sag mir mal so, wir haben damals für die Kickstarter-Kampagne das Atlas 3D Vulkan ABS-like Resin fulfilled in Europa und haben dort quasi so eine große Lieferung entgegengenommen, die an die einzelnen Unterstützer auf Kickstarter von Atlas ausgesendet. Und bei der Lieferung waren einige Beutel vor ein paar Jahren gerissen oder punktuiert worden, weshalb das Resin ausgelaufen ist. Das habe ich mit einem 5 Liter Ersatzkanister aus dem Baumarkt einfach aufgefangen. Und dieses Resin habe ich hier reingegossen und habe damit angefangen, Sachen zu drucken. Und das ist das Zeug, was ihr hier seht. Ich weiß noch nicht, ob das... Ja doch, das hält schon. Das ist das Zeug, was ihr hier seht, was ich damit gedruckt habe. Oder aber auch, das habe ich gerade kurz vorm Video geklebt, deswegen nehmt es mir nicht übel, dass ich so ein bisschen vorsichtig bin, diesen Thron hier. Ich habe drüben nochmal andere Sachen, da blende ich euch nochmal ein bisschen B-Roll ein, wenn ich die entsprechend dann vom Support entfernt habe und getrocknet habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Objekte sehen einfach echt bombastisch gut aus. Ja, klar, ich habe jetzt hier eine Druckzeit von, weil es auch ein dunkleres Resin ist, es ist nicht so hell wie die anderen hier, ich habe jetzt hier eine Druckzeit von 3,3 bis 3,5 Sekunden bei den Einstellungen mir ungefähr ausbaldung, weil ich glaube, am Schluss war ich bei 3,5 Sekunden. Es druckt sich einfach wirklich gut. Ja? Und der Drucker hat damit absolut keine Probleme. Man muss halt nur die Druckzeit richtig einstellen, die halt natürlich auch durch die Farbe beeinflusst wird. Heißt also, wenn ich da jetzt ein schwarzes Resin drauf packe, dauert es natürlich automatisch länger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Drucke, die ich alle rausbekommen habe, auch so viele krane Dinge, wie jetzt zum Beispiel hier mit den Flügeln und alles, da steht die Figur nochmal groß, ja, die kam einfach richtig gut raus. Die pre-supporteten Figuren, den Link dazu von Loot Studios, packe ich euch unten in die Videobeschreibung, genauso wie zum Drucker, genauso wie zu den Resinen, die ich da verdruckt habe. Und ich bedanke mich in diesem Sinne fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen geholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ich würde mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Kanal finanziell unterstützt. Gerade für den Elego Saturn 4 Ultra und sowas in Richtung bin ich um meine Patreon und meine Supporter, die den Kanal schon finanziell unterstützen, wirklich, wirklich mega dankbar. Auch natürlich meine Sponsoren PCBBear und Surfshark. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.